Ulusal sigara bırakma yarışmasına katılacak olan Türkler hem sıhhatlerini koruyacaklar hem de 5.000 franka kadar para ödülü kazanabilecekler. İsviçre Kanser Birliği, İsviçre Kalp Vakfı, İsviçre Tütün Ürünlerini Önleme Kurumu işbirliğiyle Türkiye kökenli göçmenler arasında yapılacak yarışma için kayıt süresi 1 Haziran 2014 tarihine kadar sürecek. 5.000 frank ana ödül ve 10 kişinin çekiliş sonucu 500'er frank teselli para ödülü kazanabileceği yarışma için sigara kullanıcıları sadece 4 hafta sigara kullanmayarak bu ödüle yaklaşabilecekler. Ancak para ödülünü kazananların yanı sıra yarışmaya katılan sigara kullanıcıları da her fırsatta sağlıkları açısından kazançlı çıkacak. Sigarayı bırakma yarışmasına İsviçre'de ve Liechtenstein'da resmi ikamet etme şartı bulunuyor. Post gazetesi haber sorumlumuz Cemil Baysal, İsviçre Tütün Ürünlerine Karşı Koruma Derneği müdüresi Ferena El Fahri ile görüştü. Aber es ist immer die Frage, sie suchen immer nach dem guten Zeitpunkt oder oft sucht man, findet man eher die Ausrede, dass nie der gute Zeitpunkt ist. Und mit dieser Aktion wollen wir eigentlich einen Moment schaffen, wo man sich eben diesen Zeitpunkt nehmen kann und vielleicht mal versuchen kann, einen Monat nicht zu rauchen oder, wenn es dann klappt, einen ganz mit Rauchen aufzuhören. Okay. Können Sie bitte über Ihre Verein ganz kurze Informationen unsere Zuschauer vielleicht ausrichten? Ja, wir sind eine private Organisation, also keine staatliche Stelle, eine Nichtregierungsorganisation und wir sind schon seit 30 Jahren jetzt in der Tabakprävention tätig. Wir sind eine kleine Organisation, wir sind etwa 8 Leute, die dort tätig sind und organisieren eben solche Aktivitäten wie diesen Wettbewerb oder wir haben auch ein Projekt für Schülerinnen und Schüler, wo Schulklassen sich verpflichten, nicht zu rauchen während einem halben Jahr. Oder wir versuchen auch natürlich auf politischer Ebene uns dafür einzusetzen, dass man auch die Tabakprodukte strenger reguliert. Haben Sie irgendwelche Statistik, wie viel in der Schweiz geraucht wird? Das kommt mir gerade so in den Sinn. Ja, in der Schweiz, ja, da haben wir eine sehr gute Statistik. Jetzt schon seit 2001 wird das jährlich erhoben. Da werden über 10.000 Personen befragt. Und wir haben im Moment in der Schweiz rund 26 bis 27% Raucherinnen und Raucher. Das sind alle Raucherinnen und Raucher, also solche, die täglich rauchen, solche, die nur gelegentlich rauchen. Und es zeigt sich, wenn man dann schaut, wie ist es mit den Männern, wie ist es mit den Frauen, dann ist es eigentlich schon nach wie vor so, dass in allen Altersgruppen rauchen mehr Männer in der Schweiz als Frauen. Okay, jetzt die Bedingung, die Teilnahmebedingung ist ja so, man muss definitiv zwischen 2. und 2. und 30. Juni nicht rauchen, einen Monat lang nicht rauchen, aber man kann jetzt schon eigentlich sich bewerben, oder? Also man kann sich schon einschreiben und Leute, die schon auch schon rund einen Monat vorher aufgehört haben, die können sich auch noch einschreiben zum Wettbewerb. Aber ab jetzt läuft einfach die Einschreibefrist und dann kann man sich auch den Zeitpunkt, also den spätesten Zeitpunkt, den man sich setzen muss, ist der 2. Juni, dass man ab dem 2. Juni nicht raucht. Aber es lohnt sich vielleicht auch, wenn man sich zum Wettbewerb einschreiben will und denkt, man will dann mindestens einen ganzen Monat rauchfrei sein, dass man schon vorher ein bisschen übt, wie das sein könnte, dass man zum Beispiel versucht, einen Tag nicht zu rauchen, oder ein paar Zigaretten wegzulassen, so dass man sich auch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, damit dann der Rauchstopp einfacher gelingt.